dann wollte ich noch fragen, was der genaue Unterschied wäre, zum Beispiel zwischen Index und Fokus. Ah, auf unserer Webseite? Ja, genau, das genau. Wusste ich noch nicht. Genau. Also Index ist ein allgemein anerkannter Begriff für eine Gruppe von Aktien, die einem bestimmten Thema, also einer bestimmten Region oder einer bestimmten Branche zugeordnet werden. Also in der Schweiz gibt es zum Beispiel den Swiss Market Index. Ja. Das sind die 20 größten Unternehmen in der Schweiz. Die 20 größten? Ja, genau. Also nach Marktkapitalisierung. Dann gibt es den Swiss Performance Index. Das sind, ich weiß nicht mehr wie viel, das sind einfach wesentlich mehr. Vielleicht sind das 90, vielleicht sind das sogar noch mehr als 100 Unternehmen in der Schweiz, die an der Börse sind. Das nennt man den Swiss Performance Index. Alles, was solche offiziell anerkannten Indizes sind, haben wir abgedeckt unter Index, unter dem Begriff Index. Ja. Man kann dann dort nachschauen, welche sind die 10 besten Unternehmen in diesem Index. Und da gibt es Leute, die sagen, ja, diese klassischen Indizes, also dieser Schweizer Index oder in Deutschland ist es der DAX, der Deutsche Aktienmarktindex, da gibt es einen DAX und da gibt es einen MDAX und da gibt es einen SDAX und da gibt es einen TechDAX, also alles Indizes mit einer Gruppe von Aktien, bestimmten Themen gehören. Es gibt es Leute, die sagen, diese klassischen Indizes sind nicht wirklich, was mich interessiert, sondern ich interessiere mich eigentlich für ganz spezifische Anlagethemen. So, und das nennen wir Fokus. Ja. Und die Foki, die wir jetzt abgebildet haben bei uns auf der Webseite, sind so die erste Generation, das habe ich vor 5 Jahren gemacht. Und wir sind gerade jetzt an einer massiven Überarbeitung dieser Fokusmärkte. Und diese Fokusmärkte heute haben primär 4 Themen. Also einerseits klimafreundliche Aktien, ist ein Thema. Ja. Das heißt, man findet dann eine Gruppe von Aktien, die klimafreundlich sind, die es besser machen bezüglich Carbon Footprint. Gibt es familienfreundliche Aktien, die schauen, dass Väter Vaterschaftsurlaube haben. Aber vor allem fördern sie auch Frauen, dass sie auch selber eine Karriere machen können, selbst wenn sie eine Familie gründen. Dann gibt es die Good Governance Firmen, also Firmen, die aufgrund anerkannter Richtlinien die Aktionärsinteressen besser vertreten haben. Also zum Beispiel ein unabhängiger Verwaltungsrat oder eine Führungskräftevergütung, die den Normen entspricht, die man erwartet. Sicherheitsmaßnahmen, also zum Beispiel um Risiken im Unternehmen zu minimieren. Also da gibt es eine ganze Reihe von Kriterien, die dazu führen, dass man der Meinung ist, das ist jetzt ein Unternehmen, das hat eine gute Governance, oder ist gut regiert, das sind die Good Governance Aktien. Und dann haben wir noch etwas, das kommt ein bisschen aus meinem Bereich, das sind die Sound Incentives Aktien. Da haben wir nur Aktien drin, die vernünftige Anreizstrukturen für das Management haben. Ja. Das sind jetzt die ersten 4 Themen, die wir vor 5 Jahren etwa aufbereitet haben. Und jetzt gehen wir viel, viel tiefer. Also jetzt sind wir zurzeit daran, zu prüfen, können wir Good Governance auf Entwicklungsländer ausbreiten zum Beispiel. Das ist sicher, wenn jemand in Entwicklungsländer investieren möchte, ist es wichtig, dass das Unternehmen eine gute Governance hat. Ja. Dann möchte ich auch spezielle Themen wie zum Beispiel Elektromobilität als Fokus abbilden. Mhm. Also Firmen, die davon profitieren, wenn der Verkehr vom Verbrennungsmotor hin zum Elektromotor geht. Wir haben eine ganze Reihe von neuen Kriterien definiert, haben wir schon gemacht, die wir als Fokus abbilden wollen, sodass man dann sagen kann, wenn ich in diesen Fokus investieren möchte, dann kann ich einen Obermarkt-Fokusmarkt nehmen und sehe dann die 10 besten Aktien dort drin. Also das ist Fokusmarkt versus Indexmarkt. Fokus ist etwas von Obermarkt. Das heißt, also Index ist eher so die größten Firmen und Fokus ist eher Performance, wenn ich das richtig verstanden habe. Index sind bekannte Gruppen von Aktien, die bereits gebildet wurden von anderen Finanzinstituten. Das sind wirklich, das gibt es schon. Fokus sind Gruppen von Aktien, die wir gebildet haben. Also das heißt, die Index kommt wie von Banken zum Beispiel, die diese herstellen und Fokus ist einfach rein von der Obermatte aus. Ja, genau. Fokus ist wirklich unsere Ideen,
welche Gruppen von Aktien sind spannend, dann bilden wir die ab und man kann sie relativ einfach finden. Ah, okay. Dann der Begriff war nicht so einfach, ja. Oder jetzt, wenn ich dir das erkläre, genau. Hätte ich vielleicht sagen sollen, in die bekannte Indizes und Obermatt-Indizes. Ah, ich fand es sehr spannend. Okay, es ist nicht immer schwierig, das so zu formulieren, dass man es auch leicht versteht. Ja, aber das ist zum Beispiel auch ein Ort, wo ich jetzt investieren möchte. Das hätte ich eigentlich schon machen wollen. Das hat mir keine Zeit bis jetzt, aber in den nächsten 2 Monaten wird das online gehen, dass man eine ganze Reihe von Fokusmärkten hat auf der Webseite, ja. Die ganz spannende Anlagethemen abdecken. Ah, okay, dann werde ich dann mal vorbeischauen. Sehr gut. Also, ich danke dir für dieses erste Gespräch. Danke dir. Und schauen wir zu, was wir da an neuen spannenden Aktien finden. Und dann diskutieren wir wieder, was wir gekauft haben. Gerne. Okay. Danke dir. Okay.